Natürlich Lausitz. Das Ackerhornkraut ist eine sogenannte Kriechstaude mit mehreren Unterarten und gehört zur Pflanzenfamilie der Nelkengewächse. Die ausdauernde, krautige Pflanze ist wintergrün und kann bis zu 30 cm groß werden. Verbreitet ist das Ackerhornkraut auf der gesamten Nordhalbkugel und ist auch in der Lausitz vielerorts anzutreffen. Die eher anspruchslose Pflanze wächst gern an Wegesrändern und Ackerrainen, sowie auf Böschungen, aber auch auf wechselfeuchten Wiesen und felsigem Grund. Dabei bildet sie häufig dichte Bestände. Das leuchtend weiß blühende Ackerhornkraut ist in unseren Breiten von April bis August zu finden, bisweilen in einer Vielzahl, die einem kleinen Blütenteppich gleicht. Die einzelnen Blüten haben dabei einen Durchmesser bis zu 2 cm und sind mit jeweils 10 Staubblättern und 5 Griffeln ausgestattet. Augenscheinlich kommen sie wie kleine Trichterblumen daher. Das Ackerhornkraut wird von Insekten bestäubt, dabei hauptsächlich von Bienen und Fliegen. Bei ungünstiger Witterung bleiben die Blüten bisweilen auch geschlossen. Ihren Namen verdankt die Pflanze der hornförmig gebogenen Kapselfrucht, die sich bei Trockenheit öffnet und so die Samen freigibt. Diese werden dann häufig von Ameisen oder durch Anhaften im Fell von größeren Tieren verbreitet. Die Blüten des Ackerhornkrauts sind essbar, schmecken eher würzig herb und werden bisweilen in Salaten bzw. zur Dekoration von Speisen verwendet. In der Naturmedizin spielt die Pflanze allerdings keine Rolle.